Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und eingeschaltet habt. Im heutigen Video habe ich wieder Annika mit dabei und wir beschäftigen uns mit der Frage, wie hoch sind die Chancen eigentlich für deutsche Medizinstudienplatzbewerber in Österreich? Ihr wisst ja bestimmt, in Österreich kann man den MedAT machen, da spielt die Abi-Note also erstmal keine Rolle und man kann quasi MC-frei dort studieren. So zumindest in der Theorie. Wie sieht es jetzt aber in der Praxis aus? Über welche Quote bewirbt man sich eigentlich und wie sieht es denn ganz genau prozentual aus als deutscher Bewerber? Das werden wir euch im heutigen Video genau erklären. Viel Spaß beim Zuschauen und wenn euch das Video weiterhilft, gerne einen Daumen nach oben, in die Kommentare schreiben, Kanal abonnieren. Das hilft diesem Kanal weiter und wir können weiter solche informativen Videos drehen. Also Annika, möchtest du vielleicht mal anfangen? An welchen Unis kann man überhaupt in Österreich Medizin studieren? Genau, also es gibt 4 Unis für Medizin und 3 für Zahnmedizin. Die 4 Unis sind Wien, Graz, Innsbruck und Linz. Und in Linz kann man eben nur Humanmedizin studieren und nicht Zahnmedizin. Okay, und welche Quoten gibt es? Möchtest du da vielleicht einen Überblick geben? Also wenn man sich als Deutscher bewirbt, dann kommt man ja nicht über die Österreicher. Also dann ist man ja kein Österreicher, die Österreicher lassen zwar Ausländer dort studieren, aber eben nicht über dieselbe Quote. Also von allen Studienplätzen innerhalb von Österreichs werden 75% nur an Menschen vergeben, die eine österreichische Staatsbürgerschaft haben. Die anderen 20% sind für EU-Bürger und nochmal 5% für Nicht-EU-Bürger. Aber auch das EU-Bürger ist nicht zu 100% richtig, weil auch das gilt auch zum Beispiel für Menschen mit einer türkischen Staatsbürgerschaft, die zählen auch in die EU-Quote mit rein, obwohl die Türkei ja nicht offiziell in der EU ist. Okay, und wie sind denn prozentual da die Chancen? An welcher Uni hat man als deutscher Bewerber die beste Chance? Genau, also dazu muss man erst nochmal sagen, dass das da ein bisschen anders geregelt ist als in Deutschland. Also in Deutschland gibt es ja den TMS, den man machen kann. Und den macht man ja einmal und kann sich mit dem Ergebnis an allen Unis in Deutschland bewerben. Und in Österreich ist es eben ein bisschen blöder geregelt. Da ist es so, dass der MedAT an einem Tag in ganz Österreich an allen 4 Unis geschrieben wird. Man muss sich aber vorher entscheiden, an welcher Uni man den MedAT mitschreibt und kann mit diesem Ergebnis dann eben auch nur an der Uni sich bewerben. Und das ist eben ein bisschen tricky, da muss man eben sehr strategisch arbeiten, weil an unterschiedlichen Unis gibt es halt unterschiedliche Studienplätze und eben unterschiedlich viele Menschen bewerben sich eben in diesen Quoten auf diese Plätze. Zum Beispiel muss man sagen, dass zum Beispiel Innsbruck die schlechtesten Chancen hat in der EU-Quote, weil einfach die ganzen Deutschen, die an der Grenze wohnen und eben Innsbruck am nächsten an Deutschland dran ist, bewerben sich dementsprechend in Innsbruck und deswegen bewerben sich da viel, viel mehr Menschen pro Studienplatz in der EU-Quote und dort hat man zum Beispiel die schlechtesten Chancen. Deswegen muss man da ein bisschen nicht gucken, an welche Stadt man unbedingt möchte, sondern wo man die besten Chancen hat. Genau, also generell ist es nicht verkehrt, sich dort zu bewerben, aber man sollte das eben ja ein bisschen kritisch betrachten und auch verstehen, okay, die Chancen sind jetzt nicht 6%, nur weil die EU von EU-Bewerbern halt 6% angenommen werden, sondern letzten Endes ist es so, dass man eben bedenken muss, es sind nicht alle Deutschen, die sich dort bewerben. Es gibt in jedem Land auf der Welt deutsche Schulen und das sind Privatschulen, wo man eben auf Deutsch lernt. Es sind keine Deutschen, es sind auch Deutsche dabei, aber es sind halt zum Beispiel Spanier, die halt auf deutsche Schulen gehen, weil es halt überall auf der Welt als eine gute Schule gilt und die von denen studieren auch viele Medizin und Österreich ist da eine tolle Adresse, weil man da ja eben nur mal den MedAT schreiben muss und so eine Chance hat auch den Studienplatz. Das heißt, es sind nicht nur Deutsche, die in Deutschland leben, es sind Deutsche, die auch im Ausland leben, es sind Ausländer, die auf Deutsch eben unterrichtet werden. Ihr könnt es mal googeln, deutsche Schulen, also es ist wirklich relativ, es gibt in jedem Land der Welt deutsche Schulen und die bewerben sich da auch häufig. Also ich habe im Café zum Beispiel auch einen Bulgaren neben mir neulich sitzen gehabt, der auf dem MedAT lernt und gerade Wien ist hier in Bulgarien sehr beliebt. Die haben eine sehr gute Beziehung und ihr seid ja eben nicht alleine. Das heißt, ihr müsst da ein bisschen vorsichtig sein, wenn wir zum Beispiel 6% Chancen haben in Graz. Ich weiß jetzt gerade die Zahl nicht, ich blende es euch hier ein. Dann sind das vielleicht realistisch so 4%. Aber es ist eben eine Chance und wenn ihr da halt besser als die anderen abschneidet, euch gut vorbereitet, habt ihr eine Chance, ihr solltet die auch nutzen, es ist nicht verkehrt. Man muss nur wissen, die Chance ist sehr klein. Und alle bereiten sich da gut drauf vor, alle geben sich Mühe. Das sind ja alles Leute, die Ärzte werden wollen, die Medizin studieren wollen, die
viel Lernen nicht scheuen und wahrscheinlich auch relativ geschickt mit solchen Tests sind. Und das muss man einfach im Hinterkopf haben und man braucht einen Plan B. Also sich darauf verlassen und dann ein Jahr zu verlieren, ist natürlich schade, das würde ich nicht machen. Ich würde auf jeden Fall mich in Sofia bewerben, diesen Meta-T mitschreiben, wenn ihr selber denkt, dass ihr da besser als die anderen abschneiden könnt, wenn ihr eben viel lernt. Und dann alternativ könnt ihr euch ja noch einen Studienplatz in Bulgarien sichern und da vielleicht auch euch nochmal näher informieren oder über andere Länder, wo man eben Medizin studieren kann. Es gibt ja ganz viele verschiedene Länder. Bulgarien ist halt für uns alles eine super Sache, weil es halt nicht so extrem teuer ist, trotzdem weil die Qualität sehr gut ist und es gibt auch noch viele andere Vorteile, in Bulgarien zu studieren. Video habe ich euch dazu gemacht, aber eben auch zu den verschiedenen anderen Ländern gibt es Videos auf meinem Kanal, über die ihr euch informieren könnt. Wie ist es denn, Annika, bei dir gewesen? Hast du dich auf den Met.at beworben und was sind deine Erfahrungen, die du gerne weitergeben möchtest zu dem Thema? Genau, also ich hatte mich auch für den Met.at angemeldet und noch angefangen zu lernen, aber habe mir, wie Marcel eben auch schon gesagt hat, auch eine Alternative überlegt, weil ich von vielen Bekannten gehört habe und ich kenne auch eine, die in Österreich als Deutsche Medizin studiert und die hat es auch erst im zweiten Jahr, also im zweiten Versuch, ist sie reingekommen, auch als eine von sehr, sehr wenigen vielen. Und ich kenne auch ein paar andere Leute, die sich beworben haben und nicht reingekommen sind. Und die haben es auch alle mehrere Jahre versucht und haben auch erzählt, dass die Leute, die mit ihnen da eben an dem Tisch saßen, mit dem unterhält man sich dann ja, und die haben es auch alle, waren auch schon irgendwie zum zweiten oder zum dritten Mal da. Und ich kenne ja die Zahlen, wir können sie eben gleich nochmal alle vorlesen, wie hoch die Chancen sind reinzukommen, die ganz genauen Zahlen. Und die sind eben super gering, also weniger als 10% an allen vier Unis. Und das Risiko wollte ich einfach nicht eingehen ohne Plan B. Und dann hatte ich mich halt in Sofia beworben und dann stand das eigentlich auch schon fest und dann wollte ich gar nicht mehr in Österreich studieren, weil was eben auch noch ein Nachteil ist, bevor ich angefangen habe, Zahnmedizin zu studieren und mich fürs Ausland entschieden habe, war ich noch nicht 100% sicher, ob ich im Ausland auch fertig studieren will. Und in Sofia hat man eben die Alternative, direkt nach dem ersten Semester theoretisch sich in Deutschland ins zweite Semester dann zu bewerben oder eben nach dem Physikum oder wann immer man möchte. Also man hat nach jedem Semester die Chance, sich wieder in Deutschland zu bewerben. Und das geht eben in Österreich nicht. Wenn man in Österreich anfängt, muss man da auch komplett fertig studieren. Und das war dann am Ende so ein Punkt, was ich nicht wollte, weil ich da eben noch nicht sicher war, wie ist das Studium wirklich vor Ort und wird mir es gefallen und diese ganzen Sachen. Und habe mich dann einfach für Sofia entschieden und bin gar nicht mehr zum Met.at hingegangen, weil ich gar nicht dann Zeit verschwenden wollte, weil ich mir schon sehr sicher hier war. Okay, wollen wir uns jetzt vielleicht mal die Zahlen und die prozentuellen Chancen je nach Uni genau anschauen? Also man muss aber auch dazu sagen, dass die Chancen wirklich Jahr für Jahr sinken. Also wenn man sich eine Tabelle anguckt der letzten 10 Jahre, wird es wirklich Jahr zu Jahr viel, viel, viel weniger. Zum Beispiel in Österreich waren es 2013 sind noch 10% der Deutschen oder der EU-Quote reingekommen. Und letztes Jahr, also 2021, dieses Jahr, lag die Prozentzahl der zugelassenen Menschen innerhalb der EU-Quote bei 6,6%. Also es waren knapp 2000 Studienplätze, Bewerber auf 130 Plätze. Genau. Das ist schon sehr wenig. Ja, also wenn man jetzt sagt, okay, von den 132 Leuten sind vielleicht 100 Deutsch, und dann hat man vielleicht eine Chance von 4%, würde ich jetzt sagen. Also es ist nicht so hoch, aber es ist eben eine Möglichkeit, ins Studium zu kommen und vielleicht habt ihr ja Glück, vielleicht könnt ihr solche Tests gut, vielleicht habt ihr euch besser als andere vorbereitet. Dann ist es eine tolle Möglichkeit, die man vielleicht nicht auslassen sollte, auch wenn es natürlich wieder Zeit, Energie und vielleicht auch viel Frust ist, den man und dann... Auch relativ teuer ist. Also ich glaube, die Testanmeldung waren 120 Euro und da muss man ja eben noch nach Österreich fahren, je nachdem, wo man in Deutschland wohnt, ist das relativ weit. Und dann ja auch mindestens eine Nacht im Hotel bleiben. Also das sind bestimmt 200, 300 Euro, die man dafür investieren muss. Ja, gut, aber man hat die Chance. Genau. Also ich würde letzten Endes mir die Frage stellen, kann ich sowas besonders gut? Kann ich in solchen Tests besser als andere abschneiden? Und dann kann ich mich da sehr gut vorbereiten? Habe ich die Zeit dafür? Mhm. Dann würde ich es vielleicht schon machen, aber eben auf jeden Fall mit einem Plan B dann im Ausland, wo man eben leicht an einen Studienplatz kommt, wie zum Beispiel Bulgarien. Weil man muss sich auf jeden Fall, es ist nicht so wie der TMS, dass ein paar Wochen oder Monate reichen. Da im Met.at ja auch Wissen abgefragt wird, muss man auch sehr, sehr lange eben sich dieses Wissen aneignen. Und die meisten bereiten sich mindestens ein Jahr intensiv vor. Und dann ist es natürlich schade, wenn man ein Jahr lang alles auf den Met.at gesetzt hat,
dann keinen Platz bekommt und dann quasi leer dasteht. Und dann ist es ja auch für alle anderen Alternativen schon zu spät, wenn man eben irgendwie im August, ist der, glaube ich, den Meta-T geschrieben hat. Genau, aber weiter mit den Zahlen. In Innsbruck, wie ich ja eben schon erwähnt habe, da bewerben sich eben alle Deutschen. Und da ist die Chance eben in der EU-Quote am niedrigsten. Da lag die dieses Jahr bei 4,5% Leute, die zugelassen wurden, was super gering ist. In Graz sind die Chancen fast am besten. Da hat man 8,7% der Medizinstudenten, die angenommen wurden, in der EU-Quote. Und in Linz ist es noch ein kleines bisschen besser, weil da ist natürlich die kleinste Stadt der vier und die unbekannteste. Da sind es 9,13% gewesen. Das waren jetzt die Quoten für die Humanmediziner. Bei den Zahnis sind es immer so 1-2 Prozentpunkte besser. Also da ist es ein bisschen einfacher reinzukommen. Aber ob es jetzt 5 oder 6% sind, ja, macht jetzt auch nicht viel Unterschied. Genau. Okay, dann wäre es das auch mit diesem Video gewesen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Wenn ihr sagt, ihr möchtet mehr Videos sehen, dann unterstützt doch unseren Kanal, gebt dem Video einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal, Glocke auch aktivieren, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Und wenn ihr Fragen habt zum Medizinstudium im Ausland, könnt ihr mir auch schreiben. Ich habe meine Kontaktdaten unten in der Infobox angegeben. Ich melde mich immer, auch wenn es vielleicht manchmal ein bisschen länger dauert, weil ich auch natürlich auch andere Sachen zu tun habe. Ich hoffe, ihr versteht es, aber ich melde mich. Und ja, damit verabschiede ich mich. Vielen Dank für Annika, dass du dich bereit erklärt hast, hier diese Informationen zu teilen. Und dann wünsche ich euch ganz viel Erfolg bei eurer Jagd nach dem Studienplatz. Bis zum nächsten Video. Marcel und Annika. Ciao. Tschüss.